Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir, euren Relaxes, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute geht es um dieses Paket, aber bevor wir zu diesem Paket kommen, habe ich hier drüben auf dieser Seite noch ein paar Sachen anzusprechen, die ich euch einfach mal noch zeigen möchte, weil es jetzt auch demnächst eine große Veränderung geben wird. Wir fangen an mit der wohl größten Veränderung überhaupt, nämlich das Ende einer Ära wird eingeläutet. Ich werde umziehen, ein zweites Mal in meinem Leben. Und ich gebe dann quasi dieses Zimmer hier, aufgeben will ich jetzt nicht sagen, aber es ist dann halt nicht mehr mein Zimmer. Und deswegen werde ich nach diesem Video erstmal ein bisschen Pause machen müssen, weil der Umzug relativ zeitnah sein wird. Und da ist noch ein bisschen was zu machen bis dahin. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die ich bis dahin fertig haben muss, definitiv. Und hier sieht es auch echt aus wie Sau. Ja, also die Couch ist, glaube ich, das harmloseste überhaupt hier. Aber wenn man jetzt hier sich mal umguckt, na, also, da ist eine, also Schrank und so, Schränke sind schon größtenteils ausgeräumt. Und hier geht es momentan echt rund. Aber jetzt kommen wir zu diesem ganzen Zeug, was ich mir nämlich in den letzten Tagen, letzten Wochen noch zugelegt habe. Nämlich einmal fangen wir hier mit dem kleinen Paket hier an. Eine kleine Bürste. Nein, Quatsch, beiseite. Ein kleines LED-Licht, damit wir auch nachts bzw. abends gute bzw. bessere Videos machen können, wie es derzeit der Fall ist. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, ich werde weiterhin Videos machen, auch mit Gaming und so, weil ich kriege ein Gaming-Zimmer. Das ist dann aber außerhalb von meinem neuen Wohnort dann. Ein bisschen außerhalb. Aber dieses Zimmer ist dann extra für mich, das darf ich mir auch selber einrichten, wie ich das möchte. Das Einzige, was in dieses Zimmer reinkommt, sind zwei Stühle und ein kleiner Tisch. Aber das ist, glaube ich, das Minimalste an Problemen, würde ich sagen, ja. Den ganzen Rest von dem ganzen Zimmer kann ich mir selber einrichten. Wir werden das so streichen, wie ich das möchte. Ich werde euch da auch vielleicht mal, wenn ich denn die Möglichkeit bekommen sollte, werde ich da so vielleicht wie so eine Art Tagebuch führen, ja, dass ihr das dann mal sehen könnt, wie das dann aussieht. Und dann werden wir dort in Zukunft dann auch Videos aufnehmen. Ich bin dort leider nur, muss ich sagen, auch am Wochenende. Ja? Das heißt, ich werde noch am Wochenende Videos aufnehmen können, aber ihr kennt mich. Ja, ich nehme da vielleicht ein, zwei Videos auf, verteile die mir dann über die Tage, über die Woche. Und dann geht es auch dementsprechend standardgemäß quasi, sage ich mal, ganz normal weiter hier auf dem Kanal. Und das hier ist dann halt so ein kleines LED-Licht, damit wir dann auch abends dort Videos machen können. Und habe ich schon ausprobiert, ist scheiße hell das Ding, aber man kann auch die Helligkeit einstellen. Ja, so ist es jetzt nicht. Also das hier, ganz, ganz wichtig. So, das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, ihr könnt es schon sehen, Mario, etwas von Super Mario. Hier nehmen wir mal auch noch den Mario. Habt ihr es jetzt gerade schon gesehen? Es handelt sich hier um eine Schreibtischlampe. Die Piranha-Pflanze, Leute. Die Piranha-Pflanze als Schreibtischlampe, als ich die gesehen habe, ich musste die einfach haben. Ist eine USB-Piranha-Pflanzen-Lampe. Und sieht schon geil aus. Also fürs Gaming-Zimmer ist das, glaube ich, optimal. Ja, fürs Gaming-Zimmer ist das richtig, richtig geil. Das passt richtig gut da rein. Und deswegen, ich habe die gesehen. Ich musste die einfach haben. Ja, das dritte, was ich euch zeigen möchte, sind vier neue Spiele, die ich mir geholt habe. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Bei einem davon wusstet ihr aber schon, dass ich es mir holen werde. Nämlich das hier, die 3D All-Star Kollektion von Mario mit Mario 64, Super Mario 64, Super Mario 64, Super Mario 64, doch, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Und ich freue mich auf alle drei Spiele, weil wie gesagt, den 64er Teil vom N64, den habe ich nie gespielt. Super Mario Sunshine habe ich auch noch nie gespielt. Das einzige, was ich von diesen drei Spielen gespielt habe, ist Super Mario Galaxy. Und den fand ich damals mega, mega geil. Das legen wir jetzt mal hier hin. Das zweite Spiel, was dann danach kam, was ich mir geholt habe, ist Paper Mario, The Origami King, genau. The Origami King. The. Das heißt nicht The. The. Das ist Paper Mario, The Origami King. Ich war am Anfang ziemlich zögerlich, als das Spiel rauskam, weil ich nicht wusste, soll ich mir dieses Spiel holen, soll ich mir das Spiel nicht holen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, es doch noch im Nachhinein zu holen. Ich habe es gebraucht gekauft. Eigentlich wollte ich es neu holen. Das hätte mich, glaube ich, 60 Flocken gekostet. Ich habe es für die Hälfte, für 30 habe ich es bekommen. Und ist nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt. Das sieht stark aus, sieht echt stark aus. Das dritte Spiel, was ich mir dann geholt habe, gemeinsam auch mit dem anderen Spiel, ist Miitopia. Einfach aus dem Grund, weil ich konnte mich entscheiden. Animal Crossing, Miitopia. Ich wollte halt gucken, was da ist. Ich wollte mir eigentlich beide Spiele sogar holen, aber ich wollte dann auch mal wieder ein Spiel haben, was ich privat so ein bisschen für zwischendurch mal spielen kann.
Und ja, deswegen, ich denke, mit Miitopia komme ich da ziemlich gut klar. Kann ich aber auch, wenn ihr möchtet, das hier auch auf YouTube zeigen, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, so ist es jetzt nicht. Dass es wieder heißt, da denkt man wieder nur an sich. Und das vierte Spiel, was ich mir geholt habe, ist Mario Golf Super Rush. Ist ja jetzt neu rausgekommen. Und ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich das im Laden gekauft habe, weil dieses Spiel ist bei Amazon derzeit billiger als im Laden. Nicht viele Euros sind da dazwischen, ja, aber ich glaube nur 3, 4 Euro billiger. Aber trotzdem, es war billiger. Und darüber habe ich mich ziemlich geärgert, wo ich das gesehen habe. Aber egal. So, wir bleiben auch direkt bei Nintendo, denn das letzte, was ich noch von Nintendo neu dazu bekommen habe und was ich definitiv tragen werde, ist dieses niegelnagelneue T-Shirt mit einem Pilz, mit einem, man kann das jetzt als normalen Pilz oder als One-Up sehen. Je nachdem, wie ihr das möchtet, ja. Ich finde, das T-Shirt sieht geil aus. Es ist schlicht einfach gehalten. Mega stark. Finde ich mega, mega geil. Auch das Design von dem Pilz finde ich hammerstark. Deswegen, das wird definitiv in den Videos getragen. Was ich wahrscheinlich so die Befürchtung habe, ist, dass hier dieses Grün von dem Pilz hier, dass das vielleicht eventuell, weil das ziemlich dunkel gehalten ist, dass das beim Greenscreen dann wegfällt. Würde lustig aussehen, aber ich werde es definitiv tragen. Bei Nintendo-Videos werde ich das sofort tragen. So, und die vorletzte Ankündigung, bevor ich jetzt zu diesem Paket komme, sind zwei neue Disney Infinity-Figuren, die ich mir geholt habe, nämlich nach jahrelanger Suche, ja. Im Laden nie gefunden, bei Amazon einmal gesehen, direkt geholt. Und die mussten einfach sein, weil die mich in 1.0, im ersten Teil von Disney Infinity, die gingen mir so auf den Sack. Mit diesen Scheiß-Tresoren, jetzt können wir die auch noch endlich freischalten. Nämlich zum einen Anna und zum anderen die gute alte Elsa. Beide geholt für, boah, lass mich nicht lügen, für einen Zehner vielleicht. Ich weiß es nicht mehr, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Einmal die Anna und einmal hier haben wir sie, die Elsa. Ein bisschen die Packungen sind ein bisschen beschädigt, aber das ist ja relativ Schnuppe, weil wir die ja eh rausholen müssen, also von dem her ist mir das egal. Und die letzte Ankündigung, die ich euch jetzt noch sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob ihr das da hinten sehen könnt, ich habe mir drei neue Funko Pops gekauft, nämlich einmal hier, ich werde das auch so einmal einblenden, nämlich einmal hier den Sully, dann hier oben den Mr. Incredible und hier hinten haben wir noch den Aladdin. Ich weiß nicht, ob ihr die da hinten sehen könnt, einfach damit das jetzt ein bisschen nach und nach aufgefüllt wird, weil ich will ja Disney Infinity Funko Pop will ich so ein bisschen auffüllen. Ich werde mir noch zwei, drei Vitrinen, nochmal diese Vitrine hier holen und dort dann den Rest von den Figuren reinstellen. Und das wird dann auch wahrscheinlich ins Gaming-Zimmer kommen. Also ihr werdet dieses Zimmer jetzt erstmal am Anfang sehen und dann, wenn es fertig ist, ihr werdet da schon einen heftigen Unterschied sehen können. Mit Vitrinen, mit LED-Streifen am Boden, mit einer grünen Wand. Falls das nicht klappen soll, nehme ich trotzdem noch den Greenscreen, den nehme ich sowieso mit. Ja, ich habe mir auch noch ein neues Stativ gekauft. Das ist mittlerweile aber auch schon in dem Zimmer drin. Und einen neuen Gaming-Stuhl habe ich mir für dieses Zimmer extra geholt. Also wir werden uns eine kleine YouTube-Ecke einbauen, so wie es wir hier mal am Anfang hatten. Und dann wird das definitiv laufen, definitiv, da bin ich mir sicher. So, und jetzt kommen wir endlich zu diesem Paket. Alter, es wird so krass dunkel bei uns, stürmt es, bei uns regnet es, fehlt nur noch das Gewitter, was genauso wie gestern war. Nee, jetzt mal ernst wieder, Butter bei die Fische. So, dieses Paket hier, ich habe es gerade vorhin schon ein bisschen angeschnitten, das Thema. Funko Pops sind da drin, nämlich wieder eine Mystery Box, die ich mir geholt habe, einfach weil ich Bock dazu hatte. Deswegen, ich habe mir diese Funko Pop Mystery Box geholt. Falls da was Doppeltes drin sein sollte, wie die Funko Pops, die ich jetzt eh schon habe, ja. Wenn da was doppelt sein sollte, dann werde ich ein Gewinnspiel daraus machen. Das habe ich mir beim letzten Mal schon überlegt. Dann könnt ihr da draußen, wenn ihr möchtet, diese Funko Pops gewinnen. Wir werden uns da was einfallen lassen, wenn es mal soweit ist. Aber jetzt machen wir die Pockets erstmal hier, nämlich mal auf, hätte ich gesagt. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Bin echt mal gespannt. So, da gucken sie schon raus, die Funko Pops. Alter, ohne Scheiß, diese Game Shop. Braucht kein Mensch. So, einmal hier. Und einmal. Na, wo ist die Ecke? Hier ist die Ecke. So. Okay. Wen haben wir hier? Ich erkenne da schon einige. Ich erkenne da einige. Ich habe schon drei Stück. Habe ich schon erkannt. Nämlich einmal von Marvel, von Spider-Man haben wir MJ. Die habe ich direkt erkannt. Und davon gibt es noch den Spider-Man in Hero Suit, Spider-Man in Steel Suit. Steel Suit, den Spider-Man Upgraded Suit, MJ, Happy Hogan, Mysterio, Molden Man und Hydro Man. Sieht so aus, ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Richtig, richtig cool. MJ von Marvel, damit ist auch eine weitere Marvel-Figur dabei. Finde ich gar nicht verkehrt. Wo legen wir die jetzt hin? Ich lege die mal hier hin. Die zweite, die ich erkannt habe, ist
passend zu der jungen Anna, die junge Elsa. Auch richtig, richtig cool. Damit haben wir beide junge Figuren von den beiden. Ja, die Anna und die Elsa, weil die Anna, die steht ja hier hinten. Und hier haben wir noch die Elsa. Richtig geil. Junge Anna, junge Elsa. Alter, die junge Anna finde ich gar nicht... Boah, Alter, echt jetzt ohne Scheiß. Die junge Elsa, also auch mit dabei, finde ich gar nicht verkehrt. Hier die Figur nochmal in Namen. Und hier hinten, wen gibt es da überhaupt alles? Bevor ich euch das mal zeige. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Die Elsa, die Anna, den Olaf, den Christoph, den Sven, den Matthias, die junge Anna, die junge Elsa, Earth Giant und den Water Knock. 6 Inch. Okay, also ziemlich groß das Ding. Sieht so aus, aber ich glaube, das habe ich euch schon bei der Anna, habe ich euch das mal gezeigt. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Stellen wir da auch mal dazu. So, und dann haben wir hier, wen haben wir hier? Boah, Alter, wie geil ist das denn? Ein ein von Venom überdeckter Thanos. Richtig, richtig geil mit Bubble Bubble Head. Alter, geil, guckt das mal an. Richtig, richtig geil. Wen gibt's denn da alles? Venomized Thanos. Venomized Groot. Venomized Storm, Venomized Daredevil, Venomized Wolverine und Venomized Rocket Raccoon. Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht, ey. Sieht richtig, richtig geil aus. Daredevil sieht natürlich richtig übel heftig aus. Aber so eine Venominisiert? Ich habe keine Ahnung. Von Venom überzogene Figuren. So eine wollte ich sowieso schon mal haben. Ich habe mir überlegt, dass ich mir den Deadpool davon hole. Aber jetzt habe ich mal den Thanos und ich finde den auch mega, mega geil. Das sieht richtig geil aus. Erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball, muss ich sagen. Ja, hat ein bisschen was von Dragon Ball. Aber sieht stark aus. Sieht richtig geil aus. Der kriegt, glaube ich, in einer neuen Vitrine oder hier, ich weiß es noch nicht, kriegt er auf jeden Fall so einen eigenen Platz. Den finde ich mega, mega stark. Das sieht richtig übel heftig aus. So, dann haben wir, das habe ich vorhin schon erkannt, von Star Wars den Sith Jet Trooper, die roten da aus der neuen Episode, aus Episode 9, glaube ich, oder 9 oder 8, 9? Ich glaube, das war 9. Sieht auch mega heftig aus. Richtig, richtig geil. Wen gibt's hier alles? Hier gibt's Rey, Kylo Ren als Supreme Leader mit der kaputten Maske, den Finn, Poe Dameron, Sori Bliss, D-0, Lando Calrissian, BB-8, Jenna, oder heißt sie? Ja doch, Jenna, Rose, Sith Trooper, First Order Jet Trooper, Sith Jet Trooper und Lieutenant Connix? Okay. Wenn ich den Film vielleicht sehe, dann weiß ich wieder, wer das ist. Aber die sieht nicht verkehrt aus. Jetzt haben wir auch was von Star Wars. Wollte ich mir auch was holen. Haben wir auch was von Star Wars dabei, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, zwei Figuren habe ich jetzt noch. Da ist die Linse. Ich vergesse das jedes Mal. Zwei Figuren haben wir noch. Ah, guck mal, die Figur ist rausgeflogen. Ey, was soll der Scheiß? Wir haben Tyrion Lannister von Game of Thrones. Nicht schlecht, aber die Figur ist rausgeflogen. Wen gibt's hier noch? Tyrion, also Lannister haben wir ja. Ned Stark. Boah, Alter, das sind komische Namen. Daenerys. Ach, leck mich am Arsch. Khal Drogo. Sandro Clegane. The Hound. Und White Walker. Und guck mal, die Figur ist rausgeflogen, ey. Das geht gar nicht, ey. Flieg wieder rein. Flieg rein. Und jetzt kommen wir zur letzten Figur, die wir haben. Nämlich... Boop Piep aus Toy Story 4. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guck mal, da ist so ein kleines Mannequin ist da mit dabei. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Hier gibt's ja alles. Sheriff Sheriff Woody, Buzz Lightyear, Boop Beep, with Officer Giggle, McDumplis. Alter, ohne Scheiß, das sind Namen dabei, ne? Da. Oh. Ein Alien, Jesse, Gabby Gabby, Forky, Duke Boom, Combat Carl Jr., Ducky und Bunny. Den Woody habe ich mir übrigens auch bestellt, der wird demnächst hier ankommen. Der kommt dann auch hier in die Vitrine rein. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier dieses kleine Mannequin, hier an der Seite. Richtig, richtig cool. Ich glaube, wie hieß die nochmal im Deutschen? Porzellinchen? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mir nochmal angucken. Aber ich weiß, wer das ist. Ich habe definitiv eine Ahnung. Weil das ist nämlich aus dem Film, ist das die, wo Buzz Lightyear im ersten Film, glaube ich, hat das angeguckt und dann hat er diese Flügel, seinen Jet, ausgefahren. Das war ein Erwachsenerwitz. Ja, wir wissen alle Bescheid.
Ja, was leid dir, ja? Okay. Disney. Kinderfilme. Das ist also die letzte Funko Pop in dieser Mystery Box. Ja, scheint alles leer zu sein. Ja, schon. Irgendwie. Leute, das war's gewesen für das Video. Funko Pops sind neu da. Neue Ankündigung, neue Spiele, neue Figuren. Alles komplett neu. Umzug. Habe ich alles erwähnt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles gut, haut rein. Habt noch einen schönen Tag, euer Lexus und Peace.